Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich ganz herzlich zu unserem täglichen Abendgebet. Ich finde es so schön, jeden Morgen, wie gesagt, mit den Engeln aufzuwachen. Jeden Abend gehen wir gemeinsam mit Gott und mit den Engeln beschützt und behütet ins Bett. Ist das nicht toll? Findest du, fühlst du dich auch so wohl dabei? Ich schon. Und jetzt wollen wir doch ganz einfach unser Abendgebet sprechen, damit wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich rufe die Engel, die Erzengel, alle Wesen des Lichts, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome, die Wichtel und alle Wesen, die von höchster göttlicher Autorität sind, die Gott aus seiner reinen Liebe für uns geschaffen hat, damit sie mit uns gemeinsam beten. Ich verbinde mich über mein Herz mit deinem Herzen und bitte dich, dein Herz nun mit meinem zu verbinden, gedanklich, und wir verbinden uns alle miteinander. Allmächtiger himmlischer Vater, großer Gott. Ich fühle, die Welt ist verrückt geworden. Aber ich weiß, dass du immer bei uns bist. Ich danke dir für das Vertrauen, das du mir jeden Tag schenkst, für den Mut, den du mir jeden Tag machst und für das Lachen, was du mir jeden Tag gibst. Ich danke dir, dass du mich mit hellsichtigen Gaben und mit spirituellen Gaben ausgestattet hast, so dass ich weiß, was auf uns zukommt. Ich danke dir für die großartige Zeit, die in den nächsten Jahren da sein wird und dass wir alle diese gemeinsam mitgestalten und miterleben dürfen. Ich bitte dich um Beschleunigung der Zeit und um weniger Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin. Ich bitte dich von ganzem Herzen, hülle die Welt in dein goldenes Licht ein und lass das, was verrückt wurde, wieder gerade rücken. Bring die Welt in Ordnung, erfülle die Welt mit deiner Liebe und mit deinem Licht in diesem Augenblick. Transformiere jeden Schatten und ich bitte dich um deine Intervention, oh du großer Gott. Ich bitte dich, schick uns die Energie deines Sohnes Jesus Christus in diesem Augenblick, damit er mit seiner Liebe und seinem Licht alles heilt und diese Liebe, diese unendliche, bedingungslose Liebe jetzt in diesem Moment zu jedem Einzelnen von uns und über die ganze Welt trägt. Ich bitte dich, o himmlischer Vater, lass das Leben genauso schön sein, wie du es für uns vorgesehen hast und schenke uns deine Liebe. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Restabend und eine gute Nacht dann später. Und ich sage dir, Gott segne und beschütze dich. Seine Engel mögen deinen Schlaf bewachen und führen dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe. Bis morgen früh, Otto Goldmann. Tschüss.